Hey ho Leute und herzlich willkommen zur 29. Folge von Shadows. Haus der Tausend Schatten oder Shadows Price for Our Sins. Ja, wir haben jetzt die 29. Folge, wirklich. Ey, wir haben jetzt genauso viele Folgen schon wie in Haus der Tausend Türen. Schon krass, und wir sind immer noch nicht fertig. Also irgendwas ist da komisch. Aber es bedeutet, man hat ein bisschen mehr von diesem Spiel anscheinend. Oder ich lese vielleicht ziemlich viel vor, oder ich mache auch ziemlich viel so Nebengeplänkel. So wie jetzt gerade. So, schauen wir mal, ob wir diese Süßigkeiten-Sudoku diesmal jetzt hier fertig bekommen. Haben wir noch irgendwelche Einträge gehabt? Nein. Doch. Nee. Ja. Wir haben eben dieses Pentagramm am Boden in diesem Raum vervollständigt oder wie auch immer, und dadurch haben wir eben das letzte Teil gekriegt, das wir hier jetzt einsetzen konnten, und dadurch sind wir eben hier in diesem Rätsel gelandet. So, dann werde ich mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme. Wenn nicht, muss ich halt nochmal neu anfangen. Und wenn ich es nicht hinbekomme in 20 Minuten, dann lasse ich die Folge vielleicht auch Folge sein, ich weiß noch nicht. Okay. Irgendwie. Moment. Die Schokolade kann entweder hier sein oder da. Und hier das Eis. Okay, was hier hin? Jetzt ist halt nur die Frage, was kommt jetzt wo rein? Aber wenn wir hier schon, also wir haben ja dadurch, dass wir hier dieses Herz haben, können wir hier kein Herz reinmachen. Und dann geht es nur hier. Oder halt da, stimmt, das bringt uns gar nichts. Schwierig. Ah, hier kann nur die Schokolade rein. Dann machen wir hier die Schokolade rein. Und hier ist das Herz. Okay. Ich muss halt immer so ein bisschen Ausschau halten, auch nach welchen, die schon fast gelöst sind. Ah, hier. Da kann auch nur das Herz rein. Ja, ist vielleicht ein bisschen lahm jetzt, wenn ich hier dieses Ding hier zur Hilfe benutze, aber... Naja, ne? Ist halt so. Ist halt praktischer, als ständig herumzugucken. Ja, der Lebkuchen. Mann. Ja, dann ist es echt überhaupt nicht schwer. Das ist sogar echt richtig einfach. Aber wenn es das Spiel einem schon so anbietet, warum soll man es dann nicht so auch machen können? Ganz ehrlich. So. Okay. Um euch mal eine Frage zu geben, nochmal für diese Folge. Was würdet ihr denn von diesen, wie viele sind das? 9, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, was würdet ihr von diesen 9 Süßigkeiten, oder ich weiß nicht, was das genau sein soll, dieses Herz, aber naja, was würdet ihr von diesen Süßigkeiten am liebsten essen und warum? Oder was würdet ihr gerne probieren wollen, sagen wir es mal eher, vielleicht auch so? Also beides. Das ihr kennt von hier, zum Beispiel so ein Eisbecher oder so eine Eiswaffe oder Schokolade, oder ein Keks oder ein Donut oder ein Lebkuchenmann oder dieses, ich weiß den Namen immer noch nicht so genau, von diesem Dings. Was würdet ihr davon am ehesten essen? Oder was schmeckt euch davon halt auch am besten? Von den Dingen, die ihr kennt. Von denen ihr wisst, wie sie schmecken. Ja, würde mich mal echt interessieren. Das wäre vielleicht echt mal interessant.
Ah, der Keks kann hier hin. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also am wenigsten würde ich wahrscheinlich den Lebkuchenmann, weil eigentlich ist das ja so Pfefferkuchen, aber Pfefferkuchen ist, glaube ich, Lebkuchen. Kann das sein? Bin ich mir gerade irgendwie unsicher. Ich weiß nicht. Was dieses Herz halt sein soll, weiß ich auch nicht so genau. Ist das einfach nur so ein Waffelherz oder ich weiß nicht, weil es sieht aus wie so ein Herz aus Papier, wo einfach nur so rot drauf gekritzelt wurde. Ich weiß auch nicht. Ja, aber Waffeln wären auch cool. Mit dem Rätsel. Vielleicht soll es ja auch wirklich... Aber es sieht nicht aus wie eine Waffel. Naja, also am wenigsten gerne würde ich wahrscheinlich wirklich diesen Lebkuchenmann essen wollen. Danach kommt der Donut. Je nachdem, was das für eine Torte ist oder wie auch immer. Oder was ist das? Ist das vielleicht auch so Lebkuchen oder... Weiß ich gar nicht. Ich esse auf jeden Fall ziemlich gerne Kekse, aber nur, wenn sie auch so Schokoladenstückchen oder sowas drin haben, irgendwie. Also so bloße Kekse, so Buttergebackenes zum Beispiel oder sowas, das mag ich irgendwie gar nicht so wirklich, muss ich sagen. Ja, ich bin dann eher so der Muffins-Typ. Ich mag Muffins sehr gerne. Ja, Donuts mag ich auch nicht so sehr. Außer sie haben Schokolade drauf oder sowas. Dann esse ich auch Donuts. Aber so pur esse ich zwar auch, aber halt nicht so gerne. Oder wenn sie gefüllt sind, dann ist es auch cool. Um mir mal ein bisschen drüber zu reden. Über dieses sehr spannende wahrscheinlich. Sachen einsetzen. Ja. Oder wenn nicht, allgemein, was ist denn eure Lieblingssüßigkeit vielleicht? Also seid ihr eher so der Schokoladentyp? Oder weiß nicht, mögt ihr lieber Puddings? Oder Kekse oder Kuchen oder Torten oder weiß nicht. Ja, ne? Schon wieder Gesprächsthema vorbei. Oder mögt ihr Donuts? Mögt ihr sie lieber gefüllt oder ungefüllt? Was kann ich noch fragen? Mögt ihr lieber weiße Schokolade oder braune Schokolade? Oder vielleicht sogar so ganz bittere Schokolade, so dunklere Schokolade? Also Bitterschokolade halt einfach. Oder mögt ihr es eher so mit Vollmilchschokolade? Also eher süß als bitter. Ja, jetzt hätte ich diese ganzen Fragen eigentlich auch beantworten können im gleichen Atemzug, aber ich habe jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Und ich habe jetzt die Hälfte der Fragen schon wieder vergessen. Vielleicht schreibe ich es in die Videobeschreibung, also was ich da geantwortet hätte. Genau, so mache ich das. Ich schreibe mir die Fragen nochmal raus, die ich jetzt hier alle gestellt habe, und dann beantworte ich die in der Videobeschreibung für euch, falls es euch interessiert. Ich weiß ja nicht. Ich bin aber auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, ich habe ja auch ein bisschen was dazu gesagt, teilweise eben mit den Donuts und so weiter, mit den Keksen und Muffins und so. Nee, aber allgemein bin ich eigentlich ein ziemlicher Schokoladenfreak. Ich mag Schokolade sehr. Aber weiße mag ich nicht so sehr wie braune. Und bittere mag ich auch nicht so sehr wie süße, also wie Vollmilch oder so, aber ich esse es trotzdem auch lieber als weiße Schokolade, muss ich sagen. Ja. So, zwei Stück fehlen noch, der Keks und der Pfefferkuchenmann hier. So. Gut. Haben wir's. Der hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Moment mal kurz. So, dann haben wir hier, was ist das, der Ofen oder so? Nur ein Herz. Süß. Noch eine Figur, das ist jetzt wahrscheinlich auch das letzte Teil, oder? Vom Spielbrett.
Oder gab es da noch ein? Nee, das ist das vorletzte, aber wow. Was ist das jetzt? Ein Herz, okay, bloß ein Herz. Okay. Dann bekommen wir bald auch unseren letzten Gegenstand von dem Brettspiel, ne? Okay, was machen wir jetzt mit dem Herz? Wo haben wir denn ein Herz noch einsetzen können? Ich weiß gerade gar nicht. Haben wir jetzt irgendwas aufgeschrieben? Nö. Was sagt denn die Karte? Ich möchte jetzt auch nicht ewig lang eben. Ich wollte jetzt eh zurück hier nochmal reinschauen. So jetzt. Ah, das ist das letzte Stück hier. Okay. Okay, plötzlich laute Geräusche. Was passiert hier jetzt? Oh, so eine Voodoo-Puppe. Okay. Ich konnte in der Nacht nicht gut schlafen, als ich auf dem Flur Geräusche vernahm. Ich öffnete die Tür und sah, wie Teluta aus Marys Schlafzimmer kam. Sie hielt eine Schere in der Hand. Ich wusste, dass Teluta... Ah, da hat sie die Locke wahrscheinlich abgeschnitten. Ich wusste, dass Teluta in Jack verliebt war, aber ich hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen würde, Mary zu töten. Später erfuhr ich, dass Teluta Mary in jener Nacht... Ah, genau. Nur eine Locke abgeschnitten hat. In jener Nacht! Sorry, musste gerade sein. Sie wollte sich an Voodoo-Magie versuchen, deshalb musste sie mehrere Puppen anfertigen und persönliche Dinge von Jack und Mary beschaffen. Teluta wollte Jack verhexen und Marys Schönheit zerstören, aber ihre Magie war zu schwach, um ihre Liebe zu brechen. Ja, Liebe ist halt stärker als alles andere, ne? Schön. Jack liebte Mary immer noch und Mary strahlte weiterhin wie der hellste Stern am Firmament. Schön. Jetzt habe ich hier so eine Voodoo-Puppe. Wow, Nady, tauch nicht einfach so auf. Wow, what the fuck? Und du auch noch, Jack. Alter, hab ich gerade so... Also, was ist erschrocken? Ich hab mich nicht erschrocken, aber... Es ist halt komisch, dass sie auf einmal so aufgetaucht sind. Eine Voodoo-Puppe haben wir jetzt. Ja, mit wem soll ich jetzt zuerst reden? Mit dir mal. Du bewegst dich schon wieder so. Ist ziemlich cool. Ich hoffe, dass ich seine Synchro noch irgendwie ungefähr im Kopf hab. Dylan... Du hast keine Ahnung, wie sehr du mir geholfen hast. Manchmal glaubte ich, ich würde Mary nicht mehr richtig lieben. Oh je, du Armer. Ich hatte sogar begonnen, an Telutas Schönheit zu denken. Oh, aber ich habe meine Braut nicht betrogen. Ja, gut so. Hast du richtig gemacht. Ich habe immer nur mir selbst die Schuld an ihrem Tod gegeben. Jetzt erkenne ich, dass es nur ein Zauber war. Ja, du bist nicht schuld, Mensch. Du armer Kerl. Jetzt, wo du alle Seiten meines Tagebuchs gefunden hast, kennst du die ganze Wahrheit. Ja. Hätte ich irgendetwas tun können, um all die schrecklichen Geschehnisse der Vergangenheit zu verhindern? Ja, ich glaube, das hätte ich. Aber meine Tochter Teluta hat auch auf mich einen Zauber gewirkt. Jeder, der meine Geheimnisse entdeckt, wäre auf der Stelle gestorben. Sterbe ich jetzt auch, oder was? Sterbt die Dylan jetzt, oder was? Stirbt die Dylan jetzt? Wow, plötzlicher Charakterwechsel schon wieder. Warum bewegt sich, Nady nicht so? Naja. Ich möchte Entschuldigung, ich bin ein bisschen gealtert gerade, aber naja. Ich möchte niemandem die Schuld geben, nicht mal Teluta. Sie hat das alles getan, weil sie mich liebte. Doch die dunklen Mächte haben in dieser Schlacht Überhand genommen und die Kontrolle über ihren Verstand übernommen. Naja, sie hatte ja schon Schuld. Ich meine, klar, Gefühle hin und her. Mein Gott, wenn man jemanden liebt, der halt schon an jemand anderen gebunden ist, sozusagen. Zwar noch nicht durch die Ehe, aber eben durch Liebe. Durch gegenseitige Liebe vor allem. Dann kann man da halt nichts machen. Und das sollte man vor allem nicht versuchen zu zerstören. Nur damit man dann selber an denjenigen rankommt. Das ist doch Quatsch. Totaler Quatsch einfach. Ich weiß auch nicht. Ich möchte alles zerstören, das vom Zauber der Hexe übrig ist. Bitte gib mir diese Puppe. Sagen die noch was? Ich kann dir helfen, deine Freunde zu retten, doch zuerst brauche ich die Puppe der Hexe. Ja, wer braucht die jetzt? Er oder du? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr es schmerzt, so lange von der Person getrennt zu sein, die man liebt. Wenn die Puppe zerstört ist, wird meine Seele freigelassen.
Okay, hör mal auf damit und geben die Budepuppe an euch. Oh, was war das jetzt für ein Bildschirmausfall hier kurz? Entschuldigung. Okay. Ist das Spiel jetzt auch vorbei schon oder was kommt da jetzt noch wohl? Vielen Dank. Jetzt können unsere Seelen endlich in Frieden ruhen. Du hast ein gutes Herz. Danke, Dylan. Kein Problem, bitteschön. Oh, jetzt ist er wieder. Jetzt hat er wieder seine richtige Gestalt angenommen. Schön. Du hast uns geholfen, die Wahrheit zu finden. Jetzt weiß ich, dass Mary sich nicht selbst umgebracht hat. Das bedeutet, dass unsere Seelen wieder zusammen sein können. Es freut mich sehr für euch. Ich habe so lange von ihr geträumt. Ich hoffe, es gelingt dir, deine Freunde und die Person zu retten, die du liebst. Du brauchst es nicht zu verbergen. Es ist sonnenklar. Du bist in Parker verliebt. Wer hat das rausgefunden? Mögt ihr zwei zusammen ein glückliches Leben führen. Viel Glück. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hoffe, dass du jetzt auch wirklich glücklich bist mit Mary und dass ihr beide glücklich seid miteinander. Und ja, was bekommen wir jetzt noch vom Spiel? Die Seelen unserer Freunde. Hey, oder wie? Du bist fast da. Öffne das Portal zum Königreich der Finsternis und rette deine Freunde. Was müssen wir jetzt wohl noch machen? Oh, stelle die Spielsteine auf die Quadrate, Orte auf der Farm, wo dir die Geister zum ersten Mal erschienen sind. Wow, das ist jetzt interessant. Da müssen wir wirklich nochmal so richtig nachdenken und nochmal überlegen, wo habt ihr zuerst mal gesehen? Moment mal. Da sich die persönlichen Besitztümer von drei Personen in dem Liebesdreieck befanden, musste ich sie nur in die Tassen legen. Ich hatte große Angst, doch mir blieb nichts anderes übrig, als dasselbe Ritual durchzuführen, das die Hexe vor vielen Jahren ebenfalls an diesem Ort durchgeführt hatte. Na, den Text haben wir schon gelesen. Auch der mächtigste Zauber kann gegen wahre Liebe nichts ausrichten. Deshalb hatte die Hexe keine andere Wahl, als ihre Nebenbuhlerin zu töten. Sie hoffte, nach Marys Tod würde Jacks Herz frei, sodass er sich endlich in Taluta verlieben würde. Toll. Doch Jacks Liebe für Mary starb nie und er blieb ihr bis zu seinem Tod treu. Na, so schön. Jack war wirklich ein ganz toller Kerl. Eine richtig treue Seele. Richtig schön. So, ich probier's das mal noch zu machen. Dieses Rätsel zu lösen. Okay, Jack war ja in dem Haus. Also nicht im Haus, aber wo war denn dieser Raum? Wie hieß der denn? Haben wir hier keine... Können wir die Karte zur Hilfe nutzen? Oh, die Kartenfunktion ist sogar gesperrt sozusagen. Das ist interessant. Oder können wir hier auch raus tappen? Nee, raus können wir hier nicht aus diesem Ding. Wow. Das ist echt interessant. Aber wir könnten theoretisch im Buch nachgucken. Aber das möchte ich jetzt wirklich mal versuchen, alleine zu lösen. Okay. Also, die Geisha war... Ja, ist es außen am Tor da noch? Die war hier in der Gärtnerei auf jeden Fall. Kann man das noch nachträglich verschieben? Ah, das stimmt schon anscheinend. Okay. Ja, ich will da nichts sagen. Das ist der Schmied, ne? Ja. Der Schmied war auch in der Schmiede zum ersten Mal. Direkt. Okay. Der Müller, oder wie auch immer nochmal, der war eben in der Mühle. Wo ist hier die Mühle? Oder beziehungsweise hier in diesem Raum mit dem, genau, mit dem Fernglas. Okay. Wo haben wir denn die Küche? Küche müsste... weiß ich nicht, wo ist die denn? Das ist ja das Feld und so weiter. Das ist das Kino und so Zeugs. Das müsste ja dann hier sein, aber es ist doch nicht die Küche gewesen, oder? Probier's mal. Das ist ja die Köchin. Ja, auf jeden Fall ist das die Köchin, weil die hatte hier da vorne diese Dinger.
Dann ist das die Küche, oder? Nee. Soll das die Küche sein, oder? Komisch, weiß ich gerade gar nicht. Okay, machen wir erstmal den Rest. Also, dieser See-Typ-Typi war der hier? Nee, der war, stimmt, der war vorne dran. Hier, genau. So, wen haben wir noch? Ja, Jack war eben in der Villa drinne. Hier? Nicht? Moment, hä? Hier. Ah, okay. Stimmt, da war dieser Spiegel. Genau, wo er nämlich als Reflexion dann noch kurz drin war. Er war in der Kirche. Nicht? Hä? Wo war der Priester zuerst? Achso, müssen wir da an das... Stimmt, das ist von außen. Ah, ja, okay. Das war die Außenansicht von der Kirche. Wer ist das da eigentlich? Ich weiß gerade gar nicht, wer das hier ist. Ah, doch, Moment. Das ist Nady. Stimmt, Nady. Nady war... Hier drin, oder? Nee, hä? Also das ist Haus. Hoch, nee, im Haus war sie nicht. Sondern... Eben dieses Nähzimmer oder was es war. Wo war das denn? Hier, genau, da wo dieses Bild war, dieses Wandbild. Nicht? Hä? War das denn hier? Auch nicht. War das im Treppenhaus? Hä? Ich bin verwirrt. Oder wer ist das denn dann, wenn das nicht Nady ist? So, diese Haushälterin. Oder, nee, die Köchin meine ich. Wo haben wir die denn? War die denn hier irgendwo? Nee, das war doch die... Oh, wo war denn die Küche? Oh Mann, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warte. Da war dieser Wegweiser. Das ist ja die Küche. Ja, genau, okay. Da brauchen wir nur noch dich. Aber wer bist du nochmal? Du warst auch bei diesem Nähraum und so. Da, wo man nähen konnte, warst du da? Nee. Hier warst du ja auch nicht. Da war nämlich niemand außer dieser Typi. Dann aber da oben bei den Vögeln warst du ja auch nicht. Wer bist du denn? Ich verstehe gerade gar nicht, wer das sein soll. Oder möchte ich für diese Person wirklich nochmal im Buch blättern? Eigentlich ja nicht. Wo haben wir denn noch jemanden getroffen? Ja, wie gesagt, ich würde sagen, irgendwo da in diesem Haus mit der Nähmaschine und so. Da, wo eben dieses Wandbild war. Das ist wahrscheinlich irgendwie noch schon versteckt jetzt. Nicht? Ach so, das ist Hochzeitskleid. Da, ja, yeah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es gesehen, erst richtig. Ich dachte, das wäre diese, diese Gruft mit der Statue von Mary, aber das geht ja hier weiter und das ist ja mit dem Haus verbunden und... Das mit der Kirche und das Ganze mit dem Friedhof und alles, das geht ja hier lang weiter. Also hier. Gut, genau. Parker. Oh, wie schön. Die ganzen erlösten Seelen. Schön, haben sie endlich mal ihren Frieden gefunden.
Und das war's auch schon. Hey, haben wir jetzt tatsächlich noch das komplette Spiel in eine Folge gebracht. Die geht zwar jetzt ziemlich lang, aber naja. Okay, wir haben jetzt keine richtigen Credits schon wieder, aber wir haben immerhin einen Screen mit den Mitwirkenden. Na, immerhin. So, dann gebe ich jetzt noch schnell mein Fazit ab, würde ich sagen. Ich würde das zwar lieber in aller Ruhe machen, sozusagen, aber, nee, mache ich halt jetzt schnell. Okay. Ja, was soll ich sagen? Also, alle schlechten Punkte habe ich ja eigentlich während des Let's Plays deutlich gemacht, würde ich mal sagen. Also, wie gesagt, die Sprecher waren halt extrem komisch irgendwie. Die haben so monoton geredet teilweise. Also man hat nicht wirklich Emotionen rausgehört teilweise. Also, naja. Dann diese erste Cutscene war ja sowieso total komisch. Oder diese zweite, wo die Dylan dann ihr Handy so aus der Hand, wo ihr Handy aus der Hand fällt und es in Zeitlupe so ganz dramatisch auf diesen Gulli drauf fällt und dann nicht mal reinfällt, sondern drauf liegen bleibt. Das war schon lustig. Also, ja. Was haben wir noch? Also, es war nicht, also, was heißt, es war nicht ganz so trashig. Wie gesagt, es waren tausend und Schreibfehler drin, Übersetzungsfehler ohne Ende, die Hitboxen waren teilweise komisch, man hat teilweise Sachen angeklickt, von denen man dachte, sie könnten eventuell noch drankommen. Dann konnte man sie aber erst anklicken, wenn sie wirklich auch da gestanden sind. Das war ein bisschen, weiß nicht, komisch einfach. Es war komisch. Ja, habe ich jetzt alles oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Also an sich fand ich es da ganz cool, wie die Story so aufgebaut war. Das war ziemlich interessant. Was ich noch schade finde, ist, dass man jetzt nicht am Ende mitgekriegt hat, wie es jetzt mit Samantha aussieht. Also, wie es mit ihr halt ausgegangen ist. Also, hat sich jetzt Dylan mit ihr abgefunden? Hat sie sie bestraft oder so? Oder hat sie das einfach so hingenommen? Hat sie ihr verziehen, dass sie das alles gemacht hat? War Samantha dann am Ende vielleicht, hat sie vielleicht sogar Reue gezeigt oder so? Oder war das der gerade egal, dass die alle da rausgefunden haben? Oder ist sie vielleicht sogar noch im Brettspiel gefangen? Das weiß man ja alles gar nicht. Also das sind alles so Möglichkeiten, die ich jetzt sehe, wie das hätte enden können. Aber man hat ja gar nichts mitgekriegt. Und man weiß auch nicht, ist jetzt die Dylan, hat die jetzt endlich mal ihrem Parker gesagt, ihrem besten Kumpelfreund, dass sie ihn eigentlich liebt oder nicht? Oder... ja, es ist halt alles so im Unklaren. Wobei das ziemlich wichtig, oder was heißt wichtig, aber es wäre halt ziemlich interessant, das zu wissen. Ich meine, ich bin schon ein Freund von offenen Enden, sag ich mal, damit man sich das selber ausmalen kann, wie es einem am besten gefällt. Aber in dem Fall hätte ich mir schon gewünscht, dass da ein bisschen mehr von den Entwicklern gesagt, also halt charaktermäßig ein bisschen... Boah, jetzt geht die Musik hier voll ab. Gerade. Werde ich hier mal auf den Hauptmenü, auf das Hauptmenü gewechselt habe. Ja, also wie gesagt, ich bin schon Freund von offenen Enden, aber in dem Fall hätte ich mir schon ein bisschen mehr Informationen gewünscht. Von der Geschichte. Ja, was passiert denn jetzt, wenn ich nochmal auf Spielen gehe? Das interessiert mich gerade. Fängt das jetzt von vorne an oder ist das jetzt so ein extra Kapitel-Ding? Okay, also es ist kein Fehler. Ihr seht gerade schwarz. Ich auch. Ich sehe gerade nichts. Aber es passiert ja offensichtlich irgendwas. Es sollte eigentlich eine Cutscene kommen, anscheinend. Sind das jetzt vielleicht die Credits? Und zeigt das gerade das Ende? Oder ist es genau dasselbe Ende wie gerade eben? Da müsste ich jetzt vielleicht die Musik vergleichen. Ihr wisst jetzt vielleicht, dass es genau dieselbe Musik war oder eben auch nicht, je nachdem. Aber ich kann es gerade nicht mehr zuordnen, weil ich weiß gerade nicht mehr, ob die sich so angehört hat, weil ich halt ein bisschen...
Ich habe jetzt auch wieder viel geredet zwischendurch. Ich habe das schon wieder vergessen, wie sich die Melodie angehört hat. Ja, das war anscheinend wirklich einfach nur nochmal die End-Cutscene. Nur halt ohne Bild, ne? Gut, also, dann habe ich jetzt wahrscheinlich auch alles gesagt, hoffentlich, was ich sagen wollte. Wie gesagt, an sich war es ganz nett. Die Charaktere waren halt wahnsinnig interessant, finde ich. Und jetzt der Zusammenhang zwischen ihnen und die Cutscenes waren auch immer ganz richtig. Also nicht die Cutscenes, in denen man die Leute gesehen hat, also diese gemalten Cutscenes. Ihr wisst hoffentlich, welche ich meine. Die immer mit diesem weißen Hintergrund waren, die ausgesehen haben, als wären es halt so Tinten. Also Tintenkleckse möchte ich jetzt nicht sagen, aber diese Tinten. Figuren eben auf dem Papier. Die fand ich ziemlich cool. Die sahen echt gut aus. Und die waren auch richtig interessant. Und die anderen Cutscenes, naja, die waren halt, weiß nicht, waren komisch teilweise. Gut, also, habe ich jetzt alles gesagt? Habe ich jetzt wirklich alles gesagt mal und kann jetzt nicht mehr die Folge beenden? Die geht eh schon viel zu lang. 10 Minuten zu lang, als ich gedacht habe. Okay. Ja, wie ist denn eure Meinung von dem Spiel? Fandet ihr es auch teilweise so schlecht wie ich? Oder auch so gut wie ich? Ich meine, hatte ja seine guten und schlechten Seiten, ne? Wie gesagt. Ja, kanntet ihr das Spiel vielleicht schon? Hättet ihr es selber gespielt? Weiß nicht, was fällt mir noch so ein? Als Frage. Ja, mögt ihr denn überhaupt die Wimmelbildprojekte als solche? Weil, also mir machen sie schon recht viel Spaß. Wie gesagt, dieser Trash-Faktor ist halt auch ziemlich cool. Dass man sich auch ein bisschen drüber lustig machen kann und so. Sowas mag ich. Und dass sie trotzdem relativ ernst auch sind, so ein bisschen. Ja. Fällt mir noch irgendwas ein? Ja, mögt ihr denn Wimmelbilder an sich oder Wimmelbildspiele an sich? Wollt ihr da mehr sehen bei mir? Ich meine, ich habe jetzt noch so ein paar in petto. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch als nächste Projekte bringen. Und dann schauen wir mal weiter, was wir dann als nächstes Hauptprojekt machen. Ich will ja auch mal endlich Secret of Evermore anfangen dann bald. Mal irgendwann. Nach diesen ganzen Wimmelbildern vielleicht. Nach diesen ganzen Wimmelbildspielen. Mal schauen. Ja, dann hoffe ich, dieses Projekt hat euch in seiner Gänze gefallen. Und ihr freut euch auf das Special, das ich noch vorhabe, von Haus der tausend Türen auch. Und auch hiervon werde ich ein Special machen, von Shadows Haus der tausend Schatten. Ja, ich weiß auch nicht, wann die kommen, weil es ist ziemlich viel Arbeit und auch ziemlich viel Vorüberlegung, die man machen muss. Und ich weiß noch nicht, also es kann echt sein, dass es ewig lange, nachdem die Projekte schon längst abgeschlossen sind, dass dann erst die Specials kommen, vielleicht, was weiß ich wann. Ja, das wollte ich so noch mal gesagt haben. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, wie auch immer. Und verabschiede mich jetzt endgültig nach 33 Minuten hier in der Folge. Wie gesagt, ich hoffe, dieses Projekt und diese Folge und dieses Projekt haben euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Projekt. Ja, bis dann, eure Shadowkeeper Wolf.